Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Und die Musik. Wieso immer die Musik? Wieso vergesse ich die immer? Ich weiß auch nicht. Erklärt es mir. Wir haben letzte Folge auf jeden Fall versucht, diesen Umhang zu bauen, mit dem man fliegen kann. Aber aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. Ich habe mit Yukari, das ist eine YouTuberin, die macht Minecraft-Tutorials, unter anderem auch für dieses magische Zeug, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Towncraft, genau, die macht Towncraft-Tutorials auch unter anderem. Sie hat mir geantwortet und gesagt, ach, das kann ich euch gleich viel besser erzählen, wenn wir erstmal wieder da sind, was man besser machen kann. Ich werde es natürlich auch verlinken. Erstmal wieder zum neuen Haus. Der könnt ihr mal reinschauen. Sie hat da echt auch die Grundlagen alles gut erklärt. Damit habe ich auf jeden Fall damals auf Towncraft angefangen. Und ich muss sagen, es hat ja nicht funktioniert hier, was wir versucht haben. Also sie hat auf jeden Fall gesagt, es ist natürlich ein sehr schwieriges Rezept gewesen. Man muss vielleicht die Altare noch symmetrischer anordnen, nur ich weiß auch gar nicht, was ich da noch symmetrischer machen könnte. Ich könnte natürlich halt das da hier hinräumen. Wenn ich das da aber hier hinräume wieder. Ich habe noch das Problem. Naja, mal gucken. Das werden wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Hat sie gesagt, auf jeden Fall Kerzen oder andere Stabilisatoren bauen. Natürlich sind am besten Köpfe von Zombies oder Endermännern oder sonstige Köpfe. Ja, so ist das halt. Ich werde jetzt erstmal hier versuchen, irgendwie hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Hallo? Nicht hier? Lass gerne hier hin. Wasser zerstört das. Ja, so nicht. Gib mir das wieder. Danke. Wir brauchen mehr Wasser wahrscheinlich. Mehr Wasser. Ja. Erstmal hier ein bisschen aufräumen, ne? Damit da auch dieses Schlacke-Zeug weg ist. Und dann werden wir das nochmal probieren, wenn wir genug Kerzen haben. Das ist doch schon ein sehr schwieriges Rezept, wie gesagt. War vielleicht ein bisschen zu schwierig für den Anfang. So, wir wollen. Was hat jetzt gar nicht funktioniert? So, weiter geht's mit Musik. Ein bisschen Musik von Garsten Beats natürlich. Immer von ihm beim Minecraft. So. Passt gut. Ah, es ist so ein Jetpack leer. Nee. Super toll. Super toll. Wenn wir unsere neuartige Treppe nehmen, die wir gebaut haben. Dann kommen wir auch wieder hoch. Eigentlich einen hier ranbauen. Dann hier vorne nochmal wieder. Das funktioniert. Aus irgendeinem Grund funktioniert das gar nicht. Das funktioniert nicht so, wie es soll. Das heißt, es wird doch ein bisschen aufwendiger. Machen wir es anders. Ich
Soll ich den immer einzeln dahinsetzen? Auf den Punkten. Einmal so. Nein, gib mir das wieder. Gib das her. Schön hier dieses Zeug, weil wir meinen, wollen wir hier gar nicht rumliegen haben. Ordnung muss sein. So. Tara müssen wir abbauen, dann geht das wahrscheinlich auch weg. Wow, was ist das denn schon wieder hier für ein Leck? Ja, das war ja auch genial wieder, ne? Ja, super genial hier. Dab, 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 dab. Dann nehmen wir das hier wieder mit. Das war doch, das hatte ich schon. Oder wie, oder was? Achso, ja, ich verstehe, hab ich doch dahin gepackt. Gut. Gut, gut. Das heißt noch einmal wieder hier hin, dann haben wir das Wasser auch wieder weggebracht. Und dann haben wir auch hier alles fast aufgeräumt. Bis auf den einen. Und da versuchen wir mal einfach. So. Gut. Ich frage mich immer noch, was sie mit symmetrisch meint. Wir werden einfach den jetzt hier auch noch abbauen. Und den. Wir brauchen ja mindestens 9 Stück. Und hoffen. Das sieht dann zwar nicht mehr so aus wie auf dem Bild, dass es so funktioniert. Dann haben wir ja nicht 9. Dann haben wir nur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deswegen, da frage ich mich echt, wie soll man das tun? Ich meine, wenn ich den jetzt hier hin baue, den dahin. Das wären 4. Das geht ja mit 9 gar nicht. Ah, doch, so würde das. Eventuell so. Ich frage mich jetzt, ob das jetzt besser ist. Müssen wir sie mal fragen. Ob das denn auch geht mit dem Altar. Also Yukari, falls du das siehst, erzähl doch mal, ist das so besser? Kann man das so machen? Sind die noch nah genug dran? Funktioniert das so? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es müssen ja 9 sein für dieses Rezept hier. Ich könnte jetzt noch mehr Altare machen. Bauen, aber ich weiß es doch nicht. So.
Ich hoffe mal, das war. Wir werden natürlich wieder, bevor wir den neuen Versuch machen müssen, wieder mal mehr Reise, mehr Maschinen, mehr davon. Ich habe auch gar nichts mehr hiervon und da ist auch nichts mehr drin. Das heißt, es wird wieder viel benötigt. Machen wir mal ein Bild von oben. So. Ich kann natürlich wenn ich die dahin tue. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht. Wie sie das mit symmetrischer meint. So. Wir gehen nochmal zu unserem neuen Haus. Altes Haus meine ich natürlich. Wir sind ja im neuen. Stellen erstmal hier alles wieder hin. Zaubern, ja. Irgendwann mal ist es soweit. Ich werde mir jetzt nochmal angucken, oder wir gucken mal gemeinsam an, was wir erst jetzt erforschen werden. In der nächsten Folge. Weil erforschen ist ja immer noch, das kriege ich auch hin, ne? Bis ich dann weiß, wie das mit den Altarräten funktioniert. Wäre doch eigentlich... dieser Spiegelmagie hinter den Schälen. Das werden wir als nächstes mal machen. Spiegelmagie. Haben wir hier noch Papier drin oder hatten wir die? Ne, haben wir in der anderen Kiste. Spiegelmagie werden wir als nächstes mal machen. Nicht mehr viel. Spiegelmagie ist leicht aufwendig. Werden wir mal in der nächsten Folge angehen, weil es knifflig ist hier. Ne? Probieren. Gucken wir uns nächste Folge, wie gesagt, an. Dann werde ich darauf die Folge, vielleicht habe ich da ja schon Antwort, das noch mal probieren. Ich werde zwischendurch jetzt auch mal wieder Federn farmen gehen und da oben ein bisschen reisen. Mal noch ein bisschen mehr hier verbrennen. Die Arme haben wir alle gefunden. Alle verbrannt. Alle Schienen weg. Ach genau, ich wollte noch eine Axt bauen, mit der man besser Holz fällen kann. Das können wir auch noch mal einschieben, also wir haben auch viel vor. Maschinen gibt es natürlich auch noch, Fehler zu entdecken. Minern müssen wir ja viel zu tun. Mal gucken. Womit muss ich mich denn beschäftigen hier mit Licht? Ordnung. Aliens. Insane Leere. Es wird nicht einfach werden. So, und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.